gesagt, hat der Kniebeugen dran. Jetzt machen wir mal mit dem Band ein bisschen rum, mit den Gummibändern. Ich weiß nicht, wie viel mein Maximalgewicht ist. Wir haben jetzt genommen 180 Kilo plus die Gummibänder. Die sind am höchsten Punkt, müssten sie nochmal 60 Kilo ungefähr draufgeben. Am niedrigsten Punkt vielleicht 10 nur ungefähr. Mal gucken, ob es überhaupt geht. Ich habe die jetzt ziemlich stramm gewickelt. Ja, was das angeht, also die Kniebeugen mit dem Gummiband macht halt Sinn, auch ein bisschen auf Explosivität und Beschleunigung zu gehen. Denn eben am untersten Punkt kommst du noch gut raus und dann versuchst du die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, indem du halt gegen das Gummiband weiter versuchst, nicht langsamer zu werden. Denn das Gummiband zieht halt immer an, also das Gewicht wird halt immer schwerer, umso ja, höher du aufstehst. Das ist halt auch eine gute Abwechslung, gleichzeitig wieder ein guter Reiz, um mehr Muskeln aufzubauen und eben auch Kraft zu entwickeln, weil die Fasern einfach noch ein bisschen krasser stimuliert werden am obersten Punkt und am untersten Punkt mehr Vollgas geben kannst. Also so Techniken machen eigentlich auch nur Sinn, wenn man sie sporadisch einbaut. Wenn man die jetzt jedes Training mit einbaut, dann ist es auch kein extra Effekt mehr. Versuch, also so mit 180 Kilo in die Gummibänder. Das ist jetzt schwer zu sagen, in dem Heftchen, was drin steht, steht 130 Newton bei 1,85 Meter Dehnung. Ich denke mal, die müssten auf jeden Fall erreicht haben am höchsten Punkt. Und ich weiß nicht, wo nachgelesen habe ich, dass das dann ungefähr 60 Kilo sind. Ich weiß nicht, wenn jemand Ahnung hat, schreibt mal drunter. Aber es kann nicht sein, weil zweimal 60 Kilo wären dann eben 120 Kilo, die 180 Kilo Wärme bei 300 Kilo am obersten Punkt. Das ist so schwer, fühlt sich auch nicht an. Also es ist schon krass. Müsst ihr mal ausprobieren, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also beim Kniebeugen mache ich das erste Mal. Beim Bankdrücken habe ich die Technik eben schon oft angewandt, was mir auch wirklich viel gebracht hat, um eben auch meine Maximalkraft zu steigern und dann auch die 200 Kilo Bankdrücken zu schaffen. Da habe ich das sehr oft angewandt, eben auch um nicht Maximalkrafttraining machen zu müssen, andauernd fürs Nervensystem, weil irgendwann zerschießt es. Dann habe ich eben mit Gummibändern Schnellkrafttraining eingebaut, dann dreimal die Woche, damit mehr Pensum drin ist. Joa, werde ich versuchen dann ein paar Sätze zu machen mit Dreierwiederholungen. Ist schon schwer, also, aber wie gesagt, Beine sind auch ein bisschen schwächer geworden, sicherlich. Ja, ansonsten, was halt wirklich geil ist und warum ich es auf jeden Fall empfehlen würde, es fühlt sich noch krasser an wie beim Bankdrücken, weil du eben auch noch einen längeren Weg hast mit den Beinen. Und unten kommst du ganz gut raus. Und gerade hier an dem Punkt, über dem 90-Grad-Winkel, ist es so, wenn man da weiter beschleunigt, wirst du immer schneller, weil da hast du viel mehr Kraft. Und die Gummibänder halten dich einfach davon auf. Also du willst schneller werden und es geht einfach nicht. Das ist ein krasses Gefühl, macht auf jeden Fall auch Bock. Weiter geht's. Puh. Okay, zu dem Punkt Sprungkraft, gerade weil das auch, denke ich mal, viele interessiert, weil das Video sehr oft angeguckt wurde. Mit den Gummibändern hat man da eben auch einen richtig, richtig geilen Effekt, denn auch wenn ich kraftmäßig zulegen will für Sprungkraft, sollte man immer die Full Range of Motion ausüben, das heißt also den vollen Bewegungsablauf. Nur weil ich beim Springen eben nur hier runter gehe und dann eben abspringe, heißt das nicht, dass ich auch in dem Bewegungsablauf trainieren sollte. Das hat einen Grund zur Ursache, ist es,
genau an dem Umkehrpunkt bin ich sehr langsam und brauche dann wieder lange, um aufzustehen, wenn ich eben mit Gewicht meine Kraft trainiere. Fürs Springen ist das halt wiederum scheiße, denn unsere Muskeln, ja, gewöhnen sich das an, oder unsere Muskelfasern entwickeln sich dann in der Hinsicht so, dass sie eben hier auch langsam funktionieren, beziehungsweise langsam funktionieren können, wenn man das so beschreiben will, weil ich halt auch eben immer so trainiere. Deswegen sollte man auf keinen Fall genau in dem Bewegungsumfang Krafttraining machen, wie man eben auch springt. Dass der Körper sich da nicht an eine langsame Geschwindigkeit gewöhnt. Beim Springen wollen wir ja Schnellkraft entwickeln. Das heißt, wir wollen einfach nur Vollgas geben und nicht viel Gewicht bewegen, beziehungsweise unser Körper bewegen, der jetzt hoffentlich nicht so viel wiegt, wie wir mit der Handel schaffen. Ansonsten ist es deswegen dann so, wir gehen halt ganz normal komplett runter und versuchen halt mit dem ganzen Bewegungsablauf unsere Kraft zu stärken. Dann kriegen wir viel Kraft, der Körper gewöhnt sich aber nicht an ein direktes Bewegungsmuster, Bewegungsschema, was wir eben fürs Springen brauchen. Dieses machen wir dann mit Sprungkrafttraining, üben da das korrekte Bewegungsmuster, eben wenn wir auf Kästen springen und so, und das aber auch nur Schnellkraft. Das heißt, viele Leute benutzen da zum Beispiel auch Gewichtswesten oder was noch schlimmer ist, wenn man sich Sachen an die Fußgelenke hängt, muss man mal logisch nachdenken. Die Muskulatur, was drückt die beim Springen eben nach oben? Das heißt, unser Oberschenkel springt am meisten. Viele denken auch die Waden, das ist auf keinen Fall der Fall. Die Waden machen nur ganz wenig, die Oberschenkel machen das. Das heißt, ab der Hüfte ist das Gewicht, was wirklich hochgedrückt wird. Das, was jetzt unter dem Knie hängt, wird eigentlich gar nicht hochgedrückt. Das zieht dann einfach nur an unserem Knie rum. Das heißt, es hat überhaupt keinen Effekt aufs Springen. Das zieht einfach nur an unserem Knie rum. Das Knie mag sowieso keinen Zug, ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Gewichtswesten, okay, die sind oben. Ist aber auch ein Punkt, wir wollen ja eben schneller werden, wir wollen nur schnell trainieren. Also am liebsten würde ich jetzt zum Beispiel für ein Sprungkrafttraining mich zwischendurch mal leichter machen wollen, um meine Muskeln eben da drauf zu trainieren, ja, noch schneller zu funktionieren, was sich auf ein höheres Gewicht dann auch wiederum auswirken kann. Andersherum aber nicht. Ah! Jetzt eben zu den Gummibändern und Springen zurückzukommen, das ist so. Wir benutzen auch die Full Range of Motion, gewöhnen uns also keine langsame Bewegung hier an. Was wir aber als guten Effekt haben ist, hier ist es natürlich leichter, wir versuchen uns immer zu beschleunigen. Das ist jetzt unsere Position beim Springen, tiefer geht man eigentlich nicht runter, und hier wird es durch die Gummibänder immer schwerer. Das heißt, da müssen wir uns mehr anstrengen, und genau oben in dem Bereich, wo es eigentlich leichter wird vom Gewicht, wird es jetzt eben noch schwerer. Das ist ein super guter Effekt, um eben da die Muskeln, ja, am obersten Punkt eben, ja, zwingen, noch mehr leisten zu müssen. Überträgt sich dann auf jeden Fall auch aufs Springen. Jo, ich hoffe, ich konnte das verständlich erklären.